Ich will, dass ihr diese Familie so auseinanderreißt, wie ihr von euren schlimmsten Feinden nicht auseinandergerissen werden wollt. Ich will, dass wir diese Familie so in den Grund Abgrund stürzen lassen, Mirda, wie keine Familie vorher im Abgrund war. Schießt sie nieder, geht sie einsammeln, schießt sie nieder, bringt sie weg, taucht sie unter, versteckt ihre, holt sie nicht hoch. Lasst sie den ganzen Tag ausbluten, schießt sie einfach nur nieder, Mirda. Ich will sie einfach nur tot sehen, Mirda. Ich will diesen Dreck hier nicht mehr sehen. Spuckt die an, tretet auf sie, schießt sie nie, ist mir scheißegal, Mirda. Ihr macht alles das, was ihr nicht wollt, das mit euch gemacht wird. So, Bitcoin, ich verlasse mich auf dich, ne? Habe ich das schon mal gesagt in all den Jahren, wo du mich kennst? Du sprichst nicht mit mir, Richie. Du musst mir sagen, wie du denkst, damit ich weiß, dass ich richtig liege. Manchmal höre ich etwas auf, eine Sache zu machen, wenn ich denke, ich liege falsch. Bitcoin, hol die Stadt zurück. Ich kann's, guck mal, ich kann alles akzeptieren, ja, ich kann alles akzeptieren. Aber wenn mir unsere Tafelrunde, das Heiligste, also, ja, ich weiß, was du meinst. Heilig, ich weiß, was du das meinst. Wertvollste in unserer Stadt wurde uns weggenommen. Das der Höhepunkt der Woche, Bitcoin. Das stimmt, Mirda. Sonntag nach der Tafelrunde, Mirda, freut man sich auf nächsten Sonntag für die Tafelrunde. Ja, genau so. Ich bin heute extra hergekommen, ich habe alles stehen liegen lassen, weil ich gehört habe, Tafelrunde. Und dann haben wir da Pesto Penne. Und nichts gegen den Bruder, der hat sich ja versucht, Mühe zu geben, um Gottes Willen. Aber wir brauchen Beleidigung, wir brauchen Schlägereien. Wir brauchen keine scheiß Stromschlocks mehr, wenn einer mal ein schlimmes Wort sagt. Genau. See? Nein, wir brauchen schlimme Worte, die müssen sich gegenseitig anspucken. Hermano Ricci, ich sage dir sogar, das ist mir zu harmlos da. Ich sag's dir sogar. Das ist wie Nordkorea. Du musst in der Reihe stehen, wenn du was Falsches sagst, kriegst du Stromschlag. Was ist das? Was ist wirklich das? Alles so war es, was die darüber sagen über dieses Land, weiß ich nicht, Ricci. Das ist doch nur, ich weiß viele sehen ziemlich zufrieden aus. Ich weiß nichts. Ja, dann sagen wir mal, das ist wie Marokko. Wenn du was über den König sagst, kriegst du Stromschlag. Weißt du so? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist, ich darf nicht mehr Bastard zu jemand sagen. Ich darf nicht mehr Schwanz sagen. Ich darf nichts mehr machen. Ich bin anständiger als in Europa inzwischen hier. Verstehst du? Ich fühle mit dir. Hol dir die Stadt zurück, es reicht. Mal schauen, ob du zum wichtigen Zeitpunkt hinter mir stehst, Richie. Ey, und guck mal, damit will ich auch mal aufräumen, Bitcoin, ne? Weißt du, was das lustig ist? Ich war noch nie gegen dich, auch wenn du das immer denkst. Ich war noch nie gegen dich. Weißt du, gegen wen ich immer war? Mit diesen Pfeifen, die du um dich rum hattest. Merk dir das? Ich hatte nie was gegen dich, noch nie. Und ich war mit Kali immer gut, weil du immer denkst, ich bin gegen dich. Du weißt aber, Hermano, in einer Zeit, wenn man lange dabei ist, dass man immer wieder mal Leute auch hat, die 100% Versager sind. Ich weiß. Die sich auch als Loser entpuppen. Deswegen konnte ich mich nie daneben stellen. Da stand ich da mit so einer Piepe da. Weißt du, das hat nie was mit euch zu tun gehabt. Weil ich weiß, du denkst, dass wir immer gegen euch agiert haben all die Jahre. Das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben immer versucht, mit euch cool zu sein. Wir haben nie versucht, mit euch Ärger zu haben. Oder nicht? Oder habe ich schon mal versucht, mit dir Ärger zu haben? Nein, hast du recht. Siehst du? Ich bin noch nie gekommen und habe dich abgefuckt ohne Grund. Der einzige Fehler, der passiert ist, war wann? Als ich mit OGs und Rivera ein Bündnis eingegangen bin, worüber ich nicht mal wusste, um was es geht. Das war das einzige Mal, dass wir hier einen Konflikt hatten. Rivera. Und nur eine Kleinigkeit. Du weißt selber, was Mendes für Leute hat. Das sind Versager der Gesellschaft. Das heruntergekommenste Pack, was es gibt. Nicht alle, definitiv nicht. Die Hälfte war ja bei mir. Ich kenne die Jungs. Die sind Banane. Die sind Verrückte. Ich kenne ja bestimmt 10 Mann, die da rumspringen. Das sind wilde Jungs, die er da hat. Aber das sind natürlich... Die kannst du nicht bändigen, wenn du verstehst. Ja, ich verstehe. Nein, die bändigen ihn. Hör zu, Richie. Ich will eine Sache von dir. Sag einmal, was du denkst. Ich bin mir 100% sicher. Ja. Nach außen hin denken die Leute, Mendes leitet seine Familie gut, aber ich könnte schwören, Mirda, der hat nichts damit zu tun, richtig. Seine Leute entscheiden, was sie machen. Ob du willst oder nicht. Also die Wahrheit, und das ist aktuell bei mir auch so, ich habe viel abgegeben, Bitcoin. Ich bin immer noch 12er, ich habe immer noch das letzte Wort. Aber ich gebe inzwischen zum Beispiel hier Wallet. Den habe ich reingeholt, dem habe ich kriegerische Themen komplett ihm überlassen. Ich habe auch abgegeben, Bitcoin. Ich denke, Mendes hat auch viel abgegeben. Aber das ist letzte so viel. Wort wird er haben, aber den Rest machen andere Leute. Schau mal, soll ich dir sagen, was das Problem ist dabei? Bei mir auch. Liste alles. Ich habe alles an fähige Leute abgegeben. Ja, Liste abgeben, Mierda, diese Sachen. Bueno, okay, no problema, aber... Aber Sie wissen, was ich meine. Ja, Leute reinholen, die kümmern sich um neue Leute, die gucken, wenn die einen Schwarzmann machen wollen, müssen so. Die mich nicht mehr fragen. Ja, das ist überall so. Solche Sachen, genau. Das stimmt schon. Das sind so gefühlt Selbstläufer geworden. Richtig. Das Problem ist Bitcoin. Und ich habe viel durchgemacht. Viele Leute sind gekommen, gegangen. Halbe Heval-Familie war vorher von mir. Wirklich? Verstehst du?
Ja, die 10, 12 Mann da sind von mir gewesen. Und wieso sind die Herbert sind weg? gute Leute, ich habe mit denen geredet. Den war das, unser Live, der Lifestyle war den Zurich, ja. Und dann, wie gesagt, sind die jetzt da, ist auch alles gut, also im Guten, ist alles gesprochen worden, alles sauber. Aber du musst die Leute animieren, du musst deine Leute rund um die Uhr bespaßen. Ansonsten, wenn die Leute dich nicht lieben und sehr loyal sind, hauen sie dir ab. 100 Es ist leider Prozent. so. Es ist leider so. Entweder die lieben dich, Bitcoin, oder die lieben vielleicht, keine Ahnung, als Beispiel Backhand oder was weiß ich, wer das bei euch macht. Ansonsten gehen die Leute. Ansonsten gehen die, wenn es denen 2, 3 Tage nicht passt. Und deswegen musst du als Zwölfer heutzutage dich sehr viel von deiner Familie leiten lassen. Früher war das nicht so. Du weißt, wie es war. Früher mussten Leute 3 Wochen vor Tor warten, bevor die sich vorstellen konnten. Das gibt es nicht mehr. Und das ist unsere Schuld, das sage ich dir. 100%, 100%. Ich habe mich an irgendeinem Zeitpunkt auch angepasst und habe mich nur noch nach Leuten umgeguckt, die ein bisschen was konnten. So, weil man sonst natürlich kein Wasser und kein Land mehr sieht. Und das über einen längeren Zeitraum ist der Bitcoin, hat uns immer, immer mehr in diese Position gebracht, dass alle Zwölfer dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Leute bespaßen jeden Tag. Wenn ich 3 Tage, wenn meine Leute drei, ey, Wallet, wenn ihr 3 Tage gar nicht schießen würdet, was würde passieren? Was meinst du nochmal? 3 Tage, keine Waffen rausholen, nur arbeiten, keiner schießt Die gar nicht, Leute kein würden Schwarzfass. ausrasten. Du wünschst mir aufstehen, Bruder. So. Hörst du Bitcoin? Tja, vielleicht Das ist haben wir nicht die unvorstellbar, richtigen drei Leute dann Tage nicht hier. ballern. Die können 3 Tage nicht schießen, muss ja auch nicht unbedingt sein. Es geht nicht mal nur darum, Richie. Es geht darum, wie die Schießereien enden. Nicht darum, dass wir schießen. Dagegen habe ich auch nichts, Hermano. Im Gegenteil, Mierda, schau dir das Du an kannst hier. auch sagen, warum wir überhaupt Okay, schießen. blamiert. Das Schießen ist ja gar nicht mal das Problem. Das Schießen ist ja gut. Bitcoin. Das Möchtest Schießen du? ist gut. Aber warum schießen wir, ist die Frage. Ja. Das Schießen ist ja nicht das Problem. Die Anzahl ist auch nicht das Problem. Genau. Das Hola. meine ich nämlich. Oder? Wir haben Sinaloas hier bei deren Hola. Anwesen, aber Bitcoin ich ist mir glaube, wir haben wichtig. Danke direkt fürs nach Gespräch. Sand Schönen auf Abend, dem Bruder. Irgendwie alle ihre Okay, Waffen wir sehen uns, vorhin Richie. ein Auto reingetan. Also, Ciao, Video. ciao. Ciao, Opa, Macht's gut, Bitcoin. Manes. Ciao, ciao. Adios, hermanos Cousins. Danke. Ich komme zu euch. Ich komme zum Anwesen. Leute können. Wir sind hier Was bei der geht? Schleife. Ich habe ein GPS geschickt. Steig ein, Esko. Steig ein. Steig ein, Esko. Esko, steig ein. Wer ist das mit diesem Hut? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das hier? Wer ist das mit diesem Hut? Wer ist das? Komm mal sofort her! Wer ist das mit diesem Hut? Wer ist das mit diesem Hut? Holla, hört ihr mich? Holla! Welcher Jerry? Aber das ist kein Hut eigentlich, glaube ich. Das ist kein Das Hut, das ist wurde ihm ein. draufgesteckt, Mr. Bitcoin. Das Wie, ist, das wurde ihm wenn man so draufgesteckt? macht. Das ist, wenn man Ja. so macht. Das ist kein Hut. Das Draufsteckding. Dispatch gemacht. Wird angenommen. Deine Meinung? Wie geht's dir, Köter? Ganz gut, wie geht's Ihnen? Nein! Gute Nacht! Oh, oh, Was oh, hat der oh. versucht, der? Oh, die Aura! Hä? Was ist das denn? Was passiert Das hier? passiert, wenn man zu viel Haben Sie aufeinander den nicht trifft. abgeknallt? Wirklich? Ja. Eigentlich schon. Warte, ich will es versuchen. Das war zu schnell. Wartet. Holt mal alle eine Waffe raus und zielt mal auf jeder auf einen Kopf. Außer den hier vor mir. Bei drei zähle ich und dann schießt ihr. 1, 2, 3. Ey, bleib Bin stehen. unsterblich. Was macht ihr Okay, da? okay. Sterben nicht, was ist das? Okay, alles gut, hört auf, hört auf. Ja, ich wollte das einmal testen. Wo ist John? Ja, ich weiß, das hast du Dings Zuletzt war vorhin er auf auch der Tafel, halt. oder? Danach haben wir den nicht gesehen. Also bis jetzt. Bueno. Finde es sehr schade, dass Sinaloa sich gegen uns gewendet hat. Sehr, sehr schade. Aber ich werde euch keine Luft mehr zum Atmen lassen. Ich sag's euch nur. Einmal vor mir, von mir zu euch. Ich sag's euch jetzt ins Gesicht, Hermanus. Ich habe so viel Wut in meinem Bauch. Ihr werdet meine ganze Wut abbekommen und ich sage euch, das wollt ihr nicht. Aber das wird passieren. Ja, ich darf fragen, wieso? Das musst du Also, John wieso Sie fragen. Wut gegenüber uns haben? Das musst du John Okay. fragen. Er hat heute auf der Tafelrunde sehr viele ekelhafte Sachen gemacht. Er hat uns verraten. Nicht uns. Nimm mal diesen Chicano-Pakt weg. Ich habe ihn die Hand gereicht. Ich habe ihn die Hand gereicht. Wäre auf mich sauer gewesen, ohne dass da irgendwas passiert, okay, bueno, no problema, kann man drüber reden. Aber das, was er heute da auf der Tafelrunde gemacht hat, obwohl ich ihm nichts getan habe, das werde ich ihm nicht verzeihen. Er hat gelogen und gesagt, dass wir den Chicano-Pakt gegründet haben, damit wir zusammen schießen. Das werde ich ihm nicht verzeihen. Mr. Bitcoin, für Sie, die haben noch Metall, ja? Weil die Deal bei uns gehabt haben. Ich will nichts von Darf ich den fragen, Leuten was Sie wollen. fordern? Ich will nichts von denen. Ich werde nichts fordern. Ich will weder noch eine Milliarde Dollar von euch. Ich will weder noch eine Milliarde Metall von euch.
Ich will einfach nur euer Leben. Ich werde euch damit nicht davonkommen lassen, Romanus. Ab jetzt macht ihr mit niemandem Krieg. Mir ist scheißegal, gegen wen ihr schießt. Jetzt sind wir dran. Ich werde euch über die ganze verschissene Stadt jagen. Oh, Mirda, wenn ihr nicht zu den Geschäftsmännern kriegt und sagt, bitte, bitte Hilfe, nur ein bisschen Hilfe, dann weiß ich auch nicht. Sagen wir mal, sie kriegen das hin, was sie vorhaben. Was haben sie denn erreicht? Wo bist du denn, Leute? Also ich will jetzt nicht respektlos sein, ich will es einfach nur wissen. Was hat denn John damit erreicht, dass er mich so vorgeführt hat? Aufhin wollte vor der Taftrunde. Ha? Ich weiß nicht, fragen Sie John. Aha. Ich bin nicht John. Wenn du nicht John bist, wie kannst du mich denn fragen, was ich damit erreichen will? Ich hab dir doch gerade gesagt, ich krieg meine ganze Wut jetzt ab. Jeden Hass, den ich gegen jeden hier in dieser Stadt habe, jeden Mordgedanken, jede Mordlust, werde ich an euch rauslassen, an eure Frauen, an eure Männer, an euch alle, Mirda. Ich werde euch so auseinanderpflücken, wie ich das noch nie in meinem Leben mit deiner Familie getan habe. Ich werde euch so auseinandernehmen, Mirda. Der Güthauser. Okay, und damit wollen sie uns was beweisen? Herr Romanus, wie geht's euch? Sind dazu uns als wir, oder? Damit will ich euch gar nichts beweisen. Ich hab euch nichts zu beweisen. Bringt diesen John weg, lasst ihn irgendwo ausbluten. Ich sag euch, ich werde euch auseinandernehmen. Und wenn ich es sage, dann mache ich's auch. Das kann gut möglich sein. Kann nicht möglich sein, es wird passieren. Dann wird das passieren, Leitkan. Mit einer widerwärtigen Art, wie er schon hierher kommt und seine hässliche Stimme aufhebt. Hm? John Caliverga. Ich werde mit euch den Scheißboden wischen. Hermanos, kommt mal näher zu mir. Kann ich auszahlen, nichts machen. Halt deine Fresse da hinten. Ich sag euch eine Sache. Ich will, dass ihr diese Familie so auseinanderreißt, wie ihr von euren schlimmsten Feinden nicht auseinandergerissen werden wollt. Ich will, dass wir diese Familie so in den Grund Abgrund stürzen lassen, Mirda, wie keine Familie vorher im Abgrund war. Ich werde niemanden aufhalten, diese Sachen hier zu machen, die er machen will. Alles ist erlaubt. Ich werde euch nicht zügeln. Macht, wo ihr denkt, dass es das Richtige ist für die. Wartet womöglich 10 Stunden, Mirda. Bis sie rauskommen, schießt sie nieder. Geht sie einsammeln, schießt sie nieder. Bringt sie weg, taucht sie unter, versteckt ihre... Holt sie nicht hoch. Lasst sie den ganzen Tag ausbluten, schießt sie einfach nur nieder, Mirda. Ich will sie einfach nur tot sehen, Mirda. Ich will diesen Dreck hier nicht mehr sehen. Ich will, dass die Straße rot ist. Nicht von deren Farben, sondern von deren Blut. Das will ich. Ich will, dass ihr den gesamten Hass, den ihr habt, alles, was ihr die letzten Monate, Wochen, Jahre aufgesammelt habt, von den Leuten, die uns ungerecht behandelt haben, von den Leuten, die vorgegaukelt haben, unsere Freunde zu sein, mir dann uns verraten haben, lasst es an diesen Leuten hier aus. Ich will, dass ihr das an diesen Leuten hier auslässt. Ich will, dass ihr denen zeigt, wie sehr wir hassen können und wie eklig das sein kann, wenn man mit uns Mirra als Feind hat. Ich zeig diesen Leuten jetzt, Mirra, was die mit uns machen. Ich zeig den Leuten jetzt, wie ich mich zurückgehalten habe. Ja, Lupa. Und wie es ist, wenn ich mich nicht zurückhalte. Was ist mit Grace, Mr. Bitcoin? Romanus, ich sag euch was über Grace. Grace wird geführt von Vadi-Team. Jemand, der absolut nicht erwähnenswert ist. Jemand, der absolut keinen Wert in dieser Stadt hat. Jemand, der überhaupt nichts zu sagen hat. Jemand, der eine Familie hat, die nur arbeiten geht. Scheiß auf Grace. Grace ist nicht wichtig. Aber wichtig ist, dass wir jetzt unseren Hass an diese Leute hier rauslassen. Mit allem, was wir haben. So widerwärtig ekelhaft sein, wie es nur geht. Beleidigt die tot. Spuckt die an. Tretet auf sie. Schießt sie nie. Ist mir scheißegal, Mirda. Ihr macht alles das, was ihr nicht wollt, das mit euch gemacht wird. Habt ihr mich verstanden? Alles klar. Bueno. Holt euch den Schaufel raus. Los geht's. Einer muss auf jeden Fall überleben am Ende, damit er den sagt, was wir hier geredet haben. Dummes Stück Scheiße. Redet mal. Hey, hola! Hola! Pack mal dein Handy weg. Geht nicht mehr. Mirda, was duckst du dich, Mirda? Hat dir jemand gesagt, duck dich? Bist du dumm in deiner Fresse, Mirda? Hä? Was ist das hier? Ja, was passiert hier? Alles gut, alles gut. So, jetzt wartet mal. Du hier. Wie ist dein Name? Ja, deine Familie. Wie? Isabella. Gut, komm mit. Tötet alle anderen. Weg meine Eier, ihr Schwänze hier. Okay, Isabella. Ja. Du hast gerade gehört, was ich gesagt habe? Ja. Ich möchte, dass du das denen genau so sagst, bueno? Okay. Wieso bist du in dieser Familie, Isabella? Okay, kommt Autos rein, ja. Weil John mein Mann ist. John ist dein Mann? Ja. Wie kannst du so ein Ekelpaket heiraten?
Wie kannst du ihn Mann nennen? Wie kannst du ihn Mann nennen, Mirda, wenn er sein Blut ein Verräter ist? Wie? Wie geht das? Bitte? Wie kannst du ihn ein Mann nennen, wenn er ein Blut ein Verräter ist? Wie? Ich glaube, man sollte nicht alles glauben, was man hört. Was dort können. Hättest du heute gehört, wie er auf der Tafelrunde geredet hat, dann hättest du mich verstanden. Du verstehst das nicht, Isabella. Ich habe diesem Mann die Hand gereicht. Ja. Während alle anderen Leute zu mir gesagt haben, no, machen Sie das nicht. Ich hatte keine schlechten Absichten mit ihm. Und wenn ich emotional getroffen bin mit Ramallah, dann raste ich aus. Und ich bin emotional getroffen. Das, was er heute mit mir gemacht hat, das habe ich nicht verdient. Was hat er denn gemacht, wenn ich fragen darf? Er hat auf der Tafelrunde sehr viel gesagt, was er nicht hätte sagen sollen. Und es tut mir jetzt leid, sage ich dir ehrlich, für eure Familie. Aber ich kann und werde mich nicht zurückhalten. Und das wird richtig eklig jetzt für euch. Hermanos, ich sag euch was. Hola. Wenn ihr mit mir diesen Weg geht, dann sage ich euch aber, dass das ziemlich eklig für euch werden kann. Das, was sie meinen, haben wir, glaube ich, eh schon im letzten Monat abbekommen. Ich weiß nicht, ob das noch schlimmer werden kann. Oh, das kannst du mir glauben, Wertes. Was heißt übertreiben und eklig werden? Endstation. Also Maximum? Maximum. Oh. Anpissen? Ja, ja, 100%. Das ist sogar noch. Ah, okay, sehr gut. Ach, das hört sich gut an. Ich trinke sowieso nur Orangensaft momentan. Das riecht voll komisch. Also wir sind bereit. Bueno. Bitteschön. Ihr habt gesehen, wie wir in der Tafelrunde gesprochen haben. Als ob wir die Falschen sind und die anderen die Richtigen. Ich sage euch das jetzt hier im Vertrauen. Ich habe niemals den Chicano gepackt gemacht, damit wir alle miteinander schießen können. Niemals. Dieser Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, Mr. Bitcoin, lassen Sie uns Rivera die Machtposition nehmen. Wir können nicht mehr unter denen. Ich hasse die. Wir müssen die weg. Wir müssen die verjagen. Wir müssen alles machen. Wir tun das, Mirda. Und dann stimmt auf der Tafelrunde für Sie, dass Sie wiederkommen sollen. Jetzt sagt mir, wo ist der Fehler? Bin ich der Dumme oder ist er der Lügner? Sie sind der Dumme, weil Sie jedem vertrauen. Weil Sie ein gutes Herz haben. Und das meine ich nicht böse. Wir haben mit OGs nichts zu tun. Wir haben mit niemandem etwas zu tun, Herr Bitcoin. Wir haben unsere Familie. Aber und das ist das. Ja, bitte. Komisch, dass diese zwei Familien, die angeblich oder die den Chicano-Pakt gebrochen haben, auch irgendwie uns gefickt haben. Und wir haben damit nichts zu tun gehabt. Hm. Wir waren das ja mit Neid. Fragt euch mal, wieso. Milanoa und Mayans. Soll ich Ihnen etwas erzählen? Jo, erzähl ihm mal gestern, wie er geweint hat. Ach, übrigens, Abu Heinrich hat Rivera keine Waffen verkauft. Er hat die denen geliehen. War ein wichtiges Ding, was er uns unbedingt mitteilen wollte. Das ist für ihn kein Grund, dass wir ihn ficken, weil es ja seine Waffen sind. Er kann ja machen damit, was er will. Was keine da Ahnung, Leute, was wir machen. 22.500 Waffenteile abgenommen. Und Sinaloa auch. Und Sinaloa auch. Wegen demselben Grund. Also ich glaube, dass diese rattige Charaktereigenschaft eher von denen auskommt und nicht vom Chicano-Pakt oder von Launda. Oh, von ja, Launda. Vagos und Launda, glaube ich nicht. Ey, Leute, weiß ich auch nicht so richtig. Also, dass er uns verraten hat, bin ich mir sicher, dass es nicht stimmt. Leute hat zwar einen kaputten Kopf, aber ein Verräter vom Grund auf ist er nicht. Glaube ich auch nicht, bei Leute. Wir kommen gut mit ihm zurecht, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich. Ich auch. Er hat uns auch auf Hilfe gebittet, wo 4 Familien auf ihn zugekommen sind und wir konnten das irgendwie schlichten. Ich sag, er ist ein sehr guter Patron, der aber manchmal, wie soll ich sagen, über die Stränge schlägt. Genau. Sehe, definitiv. Da gehe ich mit. Jetzt ist die Frage, sollen wir alleine agieren, handeln, in allen Themen meine ich, oder sollen wir mit Lloyd, Ricardo und Pablo reden? Ist eure Entscheidung. Da sind wir wie vorher beim Chicano-Pakt. Nein, nicht Chicano-Pakt. Wie derselbe Punkt ist das für uns. Wir wollen mit anderen erstmal nichts zu tun haben. Bueno. Wenn wir den Pakt eingehen, dann mit euch und dann ziehen wir den auch bis zum Ende durch. Aber ich will nicht irgendwelche Leute bei uns haben, die vielleicht morgen die Seiten wechseln können. Und das glaube ich bei euch ja nicht. Und bei uns sowieso nicht. Auch keinen Sinn. Aber bei den anderen macht das alles einen Wer Sinn. Wer macht das denn, Benny? Sich nur ein bisschen die Seiten ändern. Oder die Waffenroute vielleicht auch nicht mehr bei uns ist. Und das ist ein hohes Risiko. Zwischen uns 100%, mit anderen auf gar keinen Fall. Ich will diese Leute einfach nur töten. Da sind wir einer Meinung. Ich will die auseinandernehmen. Die sind hier vorne. Naja, ist gut. Steig aus. Der wollte mich abknallen, Bruder! Hab 2 geholt. Ja. Jetzt schießen wir, jetzt geht mal schießen. Weißt du was, die holen wir, das machen wir. Wir können jetzt gleich von oben ein bisschen gucken, Chat. Was ist der Bitcoin? Was soll das? Wieso schießt? Ach, was? Was war das für eine Aktion jetzt? Hör zu. Natürlich will ich reden, Mirda. Was mit Subs?
Ach so, hä? Hört man das? Alles gut. Ich verstehe das nicht, Wallah. Was war das jetzt, Mr. Bitcoin? Ich dachte, Sie sind ein gemachter Mann, auf den man trauen kann. Nein, nein, nicht mehr. Ab jetzt darf mir niemand mehr trauen. Also von euch auf jeden Fall nicht. So viel Unterschied zu John haben Sie ja dann doch nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Küche. Doch, Sie haben Ihr eigenes Wort gerade gebrochen. Nein, nein. Ich werde keine Mierda. Ich habe keine Moral. Ich habe keine Ehre. Ich habe nichts gegen euch. Ich werde nichts haben. Nichts. Sagen Sie sowas nicht. Doch, doch, doch. Das ist mein Ernst. Ich werde meine, die ekelhaftesten Klamanos, ich habe euch vorhin gesagt. Achso, das wisst ihr ja nicht. Das weiß die Dame, Isabel. Ich werde alles zur Seite legen. Ich werde die ekelhaftesten Mittel machen. Gib's nicht mit. Lass über Observatorium treffen, dann kämpfen wir. Gibt's nicht. Aber dann hätten Sie mir das so einfach am Handy sagen können. Nun, du wüsstest es ja. Dann hätte ich keine zwei Leute von euch schon mal geholt. Sie sind ja nicht schon draußen. Sie sind lebensmüde. Natürlich bin ich lebensmüde. Du bist der Bitcoin mir da. Ja, Mr. Bitcoin, Sie sind ein alter Mann. Lange überleben Sie das nicht. Oh doch, das kannst du mir glauben. Meinen Sie? Ja. Geht raus, lasst euch jetzt verprügeln von meinen Leuten. Was ist, wenn wir Sie verprügeln? Lasst ihr uns in Ruhe? Natürlich nicht. Ich esse euch alle auf, Ramon. Das kannst du mir glauben. Genau, das, ja, ja. Das werden wir sehen. Ach, gracias, Medic. Ach, da ist er. Hast du Fest dabei? Ja. Mach mal dran. Ey, ist das schon, ist das noch, dass die Autos kaputt gehen? Ist das schon hier? Jetzt, mein Bruder. Ja. Ja, dann soll jeder mal sein Auto strappen, bevor wir losfahren. Perfekt. Okay, wir sind Tor, nimmst du mir weg? Das? Also auf Santa doch. Ja, okay, wir gehen besser hin. Los. Ich gebe Ihnen sofort alles wieder, was mit Essen zu tun hat. Trinken. Lass das lieber bei dir, Mann, und wir werden euch auch alles wegnehmen. Lass mich nur aus dem Funk rausgehen. Obwohl, nein. Sie haben einen Blutdiamanten. Was ist das? Alles Gute, gell? Was damit kann? Keine Ahnung, habe ich gefunden. Elvin, danke schön. Vielen Dank. Hey, Backhand ist wieder da, ne? Nimm dir mal die MK2 weg. Santa darf jetzt alle unten. Okay, die laufen zu den Autos. Die laufen zu den Autos. Zwei aussetzen, ey, bevor wir fahren. Die? Wer machst du die? Ja du, Bruder, du musst dich schon drum kümmern. Wir sind zwei zu viel. Wer ist denn wach geworden? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie lange wollt ihr euch jetzt hier unten verstecken, Hermanus? Bruder, Sie dürfen jetzt gerne. Wenn Mr. Bitcoin schon geschossen hat, jetzt jemand wach, wo ich muss anfange, aussetzen, oder? Wir sagen ja auch nichts, wenn Sie uns hier ganz an der Wand halten. Einfach mal machen lassen. Ich sagte, wie lange wollt ihr euch hier unten verstecken? Ach, wie lange wir uns verstecken machen? Ja, natürlich, wieso? Merk selber, hast gerade verkackt, du Vollidiot. Ich hab's einfach falsch verstanden. Ja. Du Vollidiot. Dann halt lieber deine Fresse, Hermano. Ich bin Einserbesitz. Halt du deine Fresse. Einserbesitz aussteigen, Yves. Jetzt mach dich ab, du Köter, was du bist. Deine Fresse, mir dann fessel mich, du Köter. Verpiss dich. Verpiss dich, geh, lauf raus. Fessel mich, du Hund. So, mach dich ab, Jerry, du Hund. Yeah, du Köter, was du bist. Okay, fessel mich, du Vollidiot. Wo bist du, Pinguin? Lauf. Nein, mach's nicht. Na gut. Wo? Ich kann's nicht. Ich hab keine Fesseln. Geht nicht. Versuch meine zu entfesseln. Mach doch, ich kann nicht. Das passt, wir sind nur 18, ne? Ist, weil wegen Mr. Bitcoin und Loco. Minus 2. Ja, willst du nicht stehen bleiben? Ich kann doch nicht entfesseln. Ja, chill, wir können doch wieder mitmachen jetzt. Das ist doch neue Dings. Bist du entfesselt? Nein, geht nein. Ich weiß, man übertreibt nicht. Schade. Man kann sie nicht entfesseln, das funktioniert nicht. Oh, Schicksal. Wer weiß jetzt nicht, wer macht das? Schicksal. Tschüss, Billy. Adios, ihr Leichen. Nein. Scheiße, ich kann nicht aus dem Funk raus. U-Turn. Sind die schon raus? Machst du fährt Kafkasstraße? Bruder, was hast du chasen? Egal, jagte nicht, Komm zurück. Machst du fährt Richtung an Kafkas anwesend, jetzt vorbei Richtung SFA? Wir laufen Berg hoch, Welche? Komm mit. Rechts von Ding. Ihr klein drauf. Komm mit. Machst du turnt wieder? Machst du turnt? Ja. Machst du turnt Richtung Wainwood Bowl? Wo sind die, Tarik? Wer ist da? Der ist rechts da, rechts von auf dem Weg, Bruder. Die sind da, laufen da hoch alle. Hallo, wer ist da? Einer ihrer Zivis. Bei den kann man einfach reinschießen. Aber sehr, sehr wichtige Informationen. Die müssen aber leider nur ihre Ohren links, haben links und meine Ohren. Ich rufe dich gleich wieder an. Bis gleich. Riff, guck mal bitte, wer das ist. Geh mal zu ihm und sag ihm mal, dass es sowas hier nicht gibt. Aber bann ihn mal bitte nicht. Vielleicht weiß er das nicht. Komm mit. Enos, da ist noch einer, oder? Ey, liegt einer von uns? Ey, haben wir einen Gold auf Berg, Masse? Ja, ich hab den. Da waren drei, Ey, liegt einer von uns? Nein. Wo fahren Masse, wir hin? Stadtbank. Bruder, call doch mal. Wallah. Ja, Masse, ich finde das auch, was Masse, geht, Jungs. Stadtbank, die fahren deswegen versuche ich sie die ganze Zeit beizubehalten. Richtung Wainwood PD. Ja, komm mit. Wir sind hinter Wainwood PD. Immer noch Mainstraße, sind bei Tätowierer. Abu, Riff, Bruder. Nein, Bruder. Mich hat gerade hier diese Nummer angerufen. Er hat so angedeutet, dass ich stöpseln soll. Kannst du einmal zu ihm gehen und mit ihm kurz reden und ihn sagen, sodass es nicht geht. Aber bann ihn bitte nicht. Aber sag ihm das auch vernünftig.
Also so, er hat nicht genervt oder so, der war nicht unfreundlich. Man konnte nichts sehen. Ach so, scheiße. Die Nummer ist 1008. 1008. Die fahren unsere Tanke, die fahren Wellwood Tanke. Ja, kommt jetzt links. Wir sind über den. Die sind vor Wellwood Tanke, die fahren Wellwood Tanke vorbei. Die fahren Wellwood Tanke Richtung Wellwood Shop. Okay, die sind genau unter euch, Als da rein, vorm Shop. Die fahren weiter geradeaus Richtung Cousin. Da halten Leute. Okay, die fahren weiter Richtung Cousin Shop. Jetzt, Azrael, ist klar bei dir, Bruder? Die steigen aus. Wir fahren über die, zwei sind ausgestiegen. Komm drauf, ein Auto fährt weiter Richtung Cousin. Ein Auto fährt Richtung Cousin. Du und der Gasse, die kommen auf dich auf. Bei mir auch. Die sind bei dir, du und der Gasse. Hast du da rein? Einer kommt noch von John Ritter anwesend. Der linke, der muss sterben. Ein Auto, John Ritter anwesend. Drauf, da stand 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 drauf, da stand
Schreib dich da, wir holen die gleich zusammen. Ja. Ey, kann man den Piloten da oben holen? Ja, ne? Was für ein Pilot? Deren Helikopter, ich hol den. Ja, wir alle sind abgezogen. Ja, wir sind diese Gassen gerannt. Oder die steigen einfach Dinge mitten aus drin, ja, so kann man was gemacht haben. Ey, wie? Ja, ich kletter oben auf das Dach. Ich zu deren Schwer. Unsere Leute liegen immer bei denen. Ey, guck, dass alle gestanden sind, Junge. Wie? Mathis? Ja, einer soll wieder alle durchgehen da. Der Trick, Alter. Ja, was ist los? Du bist auf dem Boden, der redet nicht, ja. Ich bleib bei denen. Ja, der ist der Kack. Was macht der? Ey, hilft noch? Ja. Hammelt. Wo? Hallo Jungs, ich hab gefragt, was sie gemacht haben. Sollen wir die hier sammeln oder da hinten? Ja. Ah, Manji, danke schön. Nein. Hier ist schon besser. Jeder muss sehen, dass der Abschaum liegt. Tyrese führt auf jeden Fall die Befehle sehr gut aus. Nein. Chucha hier. Hola. Bleib doch mal stehen, Mierda. Ich bleib doch stehen. Fresse, wenn ich rede. Bueno, Fresse. Verpiss die Kinder. Was hältst du? Was hältst du? Hey, du Mütze, verpiss dich. Hey, die Dame, was hältst du? Ich frag dich, was du hältst. Hey, du. Sorry, Medic. Richtig, die Fresse. Zisch ab, Andale. Pack dir mal in Garage rein, diesen Mierda. Bleib mal stehen. Der ist gemein, Jungs. Teusen. Spritz sie an. Ja, lass ihn gemein sein. Der ist alt und zerbrechlich. Das Einzige, was zerbrechlich ist, ist seine Familie, Hermano. Schau, was ich mit dir mache. Herzlichen Glückwunsch. Feierte. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse, hast du mich gehört? Hey, mich heißen. Ja, komm mal her. Hund. Ja, ich komm. Komm. Ess ihn mal auf. Gib mir mal ein paar Seile. Genau so, Tyson. Hier, den Hässling da, der Stinker hier. Liegt hier auf Boden, direkt, wo ich hier rede. Asche, was passiert mit dir? keine Gewalt an meine Brüder. Soll ich euch mal was sagen, Mirda? Ja, Mann, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von den beiden wer ist. Kannst du auch in Garage? John, bist du's? Hey, Tarik. John Caliverga? Also hier, Tarik from Wish. So werde ich heute immer geschlagen. Wie geht's? Weiß ich nicht, Asche, ich glaube, die lieben dich. So, du, komm mal her jetzt. Tarik, der hat deine Maske. Das ist fetisch. Du, komm mal her. Ile, wo tust du die Sachen rein? Ich helf dir. Du hättest mich gar nicht freilassen sollen. Hier bei uns? Oh, der Tische. Geh mit, Buggy. Bitte, der geht's. Wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir? Was heißt Ihnen? Ey, wie hab ich dir das? Oh, du hast meine Sachen noch. Nicht alles. Das meiste habe ich weggetan. Sehr gut. Machen wir einen Ausflug jetzt? Ja, ja. Okay. Das ist dein Ausflug. Nein. Doch, der bleibt da liegen. Schlimmer wäre es mit Tyson, ja. Sagen. Ja. Ja, bitte. Wenn du wirklich Sagen bist, dann tust du das, was du immer tust. Da ist John. Spuck ihn in die Fresse. In die Ecke, komm. Hol mich mal hier weg. Nein, geh mal in die Leute in die Ecke, komm. Ja, immer zur Seite, ich will wissen, ob das der echte Sergen ist. John, guck in die Augen. Ah, ist nicht der echte Sergen. Du hast 3 Sekunden Sergen, sonst bist du nicht der echte. 3, 2. Das Ding ist. Wow, okay, du bist der echte. Sergen hat dir in die Fresse gespuckt, John. Was? Bah! Endlich mal ein starker Sergen, Mirda. Endlich mal einer, der sich nicht versteckt, Mirda. Ich könnte mich an diesen Sergen gewöhnen. Hast du mal auch schneller, Opa? Oder ein wahres Hilfer. Nein, musst du nicht. Alles gut, musst du nicht. Alles gut, hier. Hier, bleib da liegen. Musst mich nicht zuhören. Also, wer will mir noch nicht zuhören, Romanus? Könnt ihr euch mal melden? Ich hab Bock zuzuhören. Ja, Mirda! Sehr gut! Ja, oh, ja! Wie sollen wir uns denn melden, wenn wir gesund sind? Das stimmt, das war eine Funfrage. Ja. Hey, lach mal ein bisschen lauter, ja? Ein bisschen authentischer. Tavis, geh nochmal alle durch. Ja, Mann, geil, yes. Geil. Sehr gut. Ich feier. Also das ist hier die Sinaloa-Sergen, wie du weißt. Beziehungsweise das war die Sinaloa. Jetzt nicht mehr? Wer macht die Geräusche? Was, also wenn Akzent, ich mit denen fertig bin, nicht mehr. No. Das niemals die sagen, niemals. Kurva. Wie, das Sergen, niemals Sergen? Niemals. Bin ich Sergen? Sergen, hast du deine Einhornmaske dabei? Beweis es ihn. Sergen kommt immer mit Frauenpower. Also ist das können nicht wir jetzt Sergen. Gehen? Warte ganz kurz. Nö. 21. Nein.
Habt ihr die alle auseinander ausgenommen? Ja, aber wir müssen noch mal ein bisschen gucken. Guck mal nochmal, nimm dir die Fesseln ab. Die sollen sich mal einmal hier in die Reihe stellen. Sergen, hast du eine Waffe dabei? Die haben nichts mehr. Klar habe ich Waffe. Such dir irgendeinen aus mit orangen Pullover, knall ihn ab. Das noch zu hören und dann gehen wir. Obwohl, warte mal, ich glaube nicht, dass du dir das traust, oder? Ob ich mich nicht traue? Das will ich sehen. Okay, noch ein. Hat er sich auch zwei? Noch eine. Noch drei. Aber ist doch deine Beute. Ah, siehst du traust dich nicht, ich wusste es. Warte mal, der traut sich wirklich. Okay, knall alle um. Das ist der Sergen, den ich kenne. Hey! Was? Das ist der Sergen, den ich kenne. Wie geht's, alle fit? Aber am besten bleibt einer am Leben, oder? Ja, ja, einer bleibt am Leben. Ich will den einen noch an. Ja. Leben genug, hier links. Vorne. Hast du recht. Also ich sage euch ehrlich, Hermanos, habt ihr Sergen mal so stark erlebt? Oh, die wollen nicht leben hier, die verbrennen einfach. Der andere fuckert auch. Scheiße, ich habe einen nicht. Ist egal, ja. Beim nächsten Mal lassen wir einen leben. Oh, ja, ja. Beim nächsten Mal lassen wir einen leben. Ich hab doch Mr. Bitcoin angerufen. Hol ihn mal rein, fessel ihn aber. Warum sollen sie mich fesseln? Ich dachte, sie haben mich in ein Gespräch gerufen. Ah. Oh, zu der Köter. Wo ist denn der Pendejo die Mierda? Fessel ihn mal. Es wird schwer. Ich hab ihn umgehauen. Gib mir mal eine Waffe oder ein Messer. Ich hab ihn ein Messer besorgt, also. Ja. Oh, gracias. Ich glaube, das hat mehr Stil. Ja, hat es. Passt auch mehr für Verräter. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Schnauze. Alles gut, Bitcoin. Sonst. So. Ich werde jetzt eine Stoppuhr anmachen. Machen Sie das? Du hast genau 10 Minuten. Mhm. Ab jetzt. Ja. 10 Minuten, ich höre. Was soll ich sagen? Du willst nichts sagen? Ich warte auf meine Frage. Du hast mich angerufen und wartest auf meine Frage? Ich hab die Leute, sie haben doch gesagt, ich soll hochkommen, wir sollen reden. Du hast den Hörer genommen, mich angerufen und wartest auf meine Frage. Wir wollen auszahlen, sie haben mich doch geschlagen hier direkt. Ist das eine Frage? Wir wollen auszahlen, sie haben mich geschlagen. Was ist das für eine Frage, Mann? Ja, wir möchten gerne auszahlen. Bueno, meine Forderung ist, dass ihr die Sinaloas aufgibt. Niemals. Gestern kam 20 Mann raus. Was sagst du, Maria? Die wollten gestern noch fighten. Die kamen mit 20 Mann raus. Die wollten gestern kämpfen, noch mit 20 Mann raus? Ja, ja. Verstehe. Ja, dann haben wir auf Backen bekommen und jetzt hast du was anderes. Was erwartest du denn mit deiner Penner-Familie? Sinaloa, Mierda, stand schon immer für Verrat, Missgunst, Neid, unehrenhaft. Ihr wart schon immer Dreck in der Gesellschaft. Okay. Dreck unter den Fingernägeln, die Hornhaut an den Füßen, die keiner will. Das ist Sinaloa. Und John? Ja, mein Name? John Caliverga? So, derjenige, dessen Nachname Mierda ein unattraktives, unverschämtes Wort ist. Sie? So heiße ich nicht, aber kein Problem. Wie heißt du dann? Wie man das buchstabiert, no problem. Dann buchstabier mal. Naja, ich bringe Ihnen das bei. Erst bringe ich Ihnen das bei mit den Buchstaben. Und dann kann ich Ihnen beibringen, wie man das buchstabiert. No problem. Und ich kann dir gerne beibringen, wie man überlebt und wie man nicht kaputt geschossen wird mit seiner Pennerfamilie. Ist gar kein Problem, Hermano. Alles ist gut. Nenn mich nicht Hermano. Ja, stimmt. Stimmt dabei aus. Bis jetzt hast du mich auf jeden Fall noch nicht überzeugt. Ja, was soll ich denn denken? Denken Sie wirklich im Ernsten? Ich werde jemals meine Familie aufgeben? Oder generell sowas in der Art? Ich weiß ja nicht, woher Sie kommen oder was Sie da versuchen, aber ich werde mich auf jeden Fall niemals auflösen. Keiner von uns. Bist du eine scheiß Kopfschmerztablette, Mira? Dass du dich auflösen musst? Sie sagen doch, ich soll meine Familie aufgeben. Auflösen. Aufgeben? Ja. Wer hat hier auflösen gesagt? Ja, aufgeben ist doch auflösen. Ich sollte meine komplette Familie aufgeben. Wieso auflösen? Das stimmt doch gar nicht. Hä? Du sollst sie aufgeben. Du sollst niemals gehen von dieser Familie. Niemals, Hermano, niemals. Ich hab dir gerade gesagt, nämlich nicht versucht.
Vielleicht haben sie bei Mayans auch versucht. Die haben fünf Leute geblattoutet, mir da. Ich habe gar nichts versucht. Sie haben sich gegenseitig getötet. Es zu mal dann dir. Ist das so? Also lass mich das nicht. Ich werde sowieso das gleiche mit deiner Drecksfamilie machen. Ja, dann soll ich Ihnen sagen, machen Sie das. Wenn Sie aber niemanden finden, so, der das macht. Bueno. Und wenn. Da haben wir doch schon. Da haben wir doch schon mehr da unseren Punkt. Finde ich jemanden. Darf ich dich hinrichten? Nö. Finde ich jemanden, verlässt du die Familie? Nö. Dann halt deine Fresse mir da und sag nicht, was ich nicht tue. Warum sollte ich nach ihnen gehen? Weil ich auch einen Einsatz geben werde, wenn ich niemanden finde. Nö. Wie nö? Nee, nee. Sowas mache ich nicht, sowas mache ich nicht. Tja, ein Versager. Hast du noch was zu sagen? Ja. Dann los, es sind noch genau 5 Minuten. Ja, 5 Minuten sind ist eine lange Zeit, Mr. Wittgen. Brauchst du weniger? Nee, nee, 5 Minuten reicht doch, ja. Oder wollen Sie meine, wie soll ich sagen, die Annäherung von mir nicht? Mögen Sie mich nicht, neben Ihnen zu stehen? Natürlich nicht, ich ekel mich vor dir. Wieso sollte ich dich mögen, du auf dem Dreck? Doch, Sie mögen mich, alles gut. Sie mögen mich. Mr. Wittgen, Sie kriegen von mir Geld. Und ganz einfach hat die Sache sich mit geklärt. Geld kannst du dir in der Stadt hier keine Ehre kaufen. Mit Geld kannst du bei mir gar nichts erreichen, Mirda. Sehe ich aus wie Mendes, Mirda, der sagt 350.000, die Sache ist durch, ja? Sie reden von Ehre? Ja, ich rede von Ehre. Na los, andere Rede. Okay. Seitdem ich in dieser Stadt bin, was haben sie für mich getan? Als ich hinkomme, das erste Mal, wo ich mit meiner Familie neu war, haben sie mich ausgelacht. Das zweite Mal habe ich auch hinkommen, haben sie mich nochmal ausgelacht. Dann bin ich das dritte Mal auch nochmal hinkommen und dann haben sie mich ausgelacht. Und dann reden sie mir von irgendwas, von einem Chicano-Pack und sie haben mir die Hand gereicht? Sie haben mir gar nichts. Sie haben gar nichts gemacht. Ich bin mit meiner Familie gekommen. Ich habe damals für sie, wollte ich hier eine Arbeit haben. Sie haben zu mir gesagt, geh weg mit deiner Ampeltruppe. Da bitte ich Sie doch, was haben Sie getan? Erzählen Sie mal, was haben Sie getan, wo Sie mir die Hand gereicht haben? Hm. Und dann sagen Sie, Merda, du hast mich verraten. Womit? Sie haben mir nie die Hand gereicht. Nee. Sie haben nie die Hand gereicht. Welche Familie, die neu hier war, ist zu Ihnen gekommen, wo ich noch hier Dinge. Wen haben Sie die Hand gereicht? Erzählen Sie mal. Sie haben mir einen Auftrag gegeben, dass ich in die Azadis reingehen soll, nur damit Sie denken und gucken können, wie meine Familie aufgebaut ist. Hä? Korrekt. Und womit haben Sie die Hand gereicht? Erzählen Sie. Erzählen Sie jetzt eine Sache, womit Sie mir die Hand gereicht haben. Ja. Fällt nichts ein, ne? Ich brauch dir gar nichts zu erzählen, Romano. Ja, sehen Sie selber. Und dann fragen Sie sich. Weswegen ich so gegenüber sie so bin. Schau mal. Das Leben ist manchmal kein Wunschkonzert, Mr. Wittgen. Ist manchmal kein Wunschkonzert. Wir haben noch 3 Minuten. Die Nächte sind lang. Hör mir zu. Die Nächte sind lang. Du vergisst ganz schön viel. Womit denn? Erzählen Sie mir. Ich reiche meine Hand den Leuten so, wie ich es will. Ich habe ihm meine Hand gereicht. In meinem Kopf, du hast einen Scheißdreck gemacht. Jetzt hör mir zu und halt deine Fresse. Ich habe ihm meine Hand gereicht. Du hörst mir jetzt zu und hältst deine Fresse. Bueno? Demi again. Ich danke dir, mein Bruder. Vielen, vielen, vielen Dank. In der ersten Zeit, wo du hier warst, habe ich versucht, zu verstehen, wer ihr seid. Ich akzeptiere und respektiere keine neuen Familien. Die müssen erstmal beweisen, wer sie sind. Bueno. Punkt Nummer 2. Du bist hier gewesen. Wir hatten Differenzen. Du hast mich beleidigt. Ich habe dich gezügelt. Dann habe ich dir einen Deal auf der Route gegeben. Dann hatten wir immer noch nicht so guten Kontakt. Und dann habe ich gesagt, bueno, ich werde John Caliverga eine Chance geben. Ich werde ihnen die Hand reichen. Als du diese Hand angenommen hast an dem Tag bei der Santa, hast du in diesem Sinne den Vergangenen den Rücken gekehrt, die Beziehung zwischen uns, und bist eine neue Beziehung eingegangen. Das heißt, an diesem Tag, wo du die Hand genommen hast, die ich dir gereicht habe, hast du trotzdem noch Hass in deinem Herzen gehabt. Und das sagt mir, dass du von Anfang an nicht ehrlich warst. Du hast gerade nicht. Ehrlich, hör mir zu. Hör mir zu, wenn ich rede. Hör mir zu. Alles gut. Du hast gerade nicht mich widerlegt. Du hast mir gerade einfach gezeigt, dass du von Grund auf ein Heuchler bist. Ich bin kein Heuchler. Du bist nicht mit offenem Herzen an diese Beziehung rangegangen, in den Chicanos. Du sagst zu mir, ich habe dich nur ausgelacht. Welche Chicanos? Du hast noch 50 Sekunden, rede. Ja. Ach. Welche Chicanos? Erzählen Sie mir. Was war das für ein Pakt? Wo haben wir uns denn gegenseitig damit geholfen? Das heißt, du hast den Pakt von Anfang an belächelt, richtig? Nein, natürlich nicht. Aber warum redet doch keiner? Du sagtest, ich habe den Pakt gegründet, damit wir zusammen schießen können. Du hast gelogen auf der Tafel. Haben Sie mich nicht angerufen? Nein. Das sind zwei verschiedene Sachen. Nein, haben Sie mich nicht angerufen? Natürlich habe ich das.
Haben Sie mir nicht gesagt, ich habe einen Zwei-Fronten-Krieg? Richtig. Und gehe in eine andere Familie rein? Richtig. Haben Sie das nicht gesagt? Richtig. Ja, also. Und Sie haben doch gesagt, wir sind Chikan und Chikanos helfen sich untereinander, oder nicht? Ja, aber mir das hat ja, damit also nichts zu tun. Natürlich. Sie sagen doch, wir sind Chikanos. Es geht um den Grund der Gründung. Der Grund der Gründung? Der Grund der Gründung ist was anderes. Alles schön und gut. Wir noch 5 Sekunden, Mariam. Da hat keiner was gesagt. In 3 Sekunden. Ja. Schauen Sie sich nicht mal ausreden lassen. Ja, gut. So, 10:08. Er hat viel zu lange gelebt. Zeigt mal hier alle drei den Mittelfinger auf. Auf Sinaloa. Ein bisschen weiter nach vorne. Stellt euch mal neben Bergkant so. Ja, Moment. Okay, kleinen Moment. Sehr gut. Okay. Kommt mir hinterher. Moment, ich mach kurz 500 DPI. Also die Treppen runter. Kommen Sie hoch, wir chillen hier. Ey, was macht ihr denn da so Schönes an meinem Anwesen? Dispatch, ja, nein? Ja, ich will die nochmal verprügeln. Ich hab irgendwie 3 Waffen dabei. Aber schön, dass du mal keiner so mit Wort im Krieg trinken, weißt du? Mr. Bitcoin will nicht reden. Natürlich nicht, Hermanos. Was hab ich mit euch zu bequatschen? Eure widerwärtige Aura, Hermanos, ist mir ein Dorn im Auge. Danke für Hype Train Level 5! Wie? Aber nicht zu stark pieksen lassen. Hallo, geht's Ihnen gut? Krass, ja, mir geht's besser. Alles klar, schon. Die Dame. Ja. Kommen Sie mal her. Wie ist Ihr Name? Ach, Kate. Kate. Ja. Was haben Sie gerade bei John Caliverga festgestellt, als Sie ihn hochgeholt haben? Sag Mundgeruch, sag's laut. Hey Bruder, ich kann mich Was nicht noch, nehmen. Kate? Er ist vorbei mit mir. Sieht Und er hat Mundgeruch gehabt. Was? Mundgeruch hatte er? Alpi, komm mal her kurz, Bruder. Ja. Sag ja, sehr starken. Kannst du kurz mit Sehr stark, mir ist schon ein bisschen schlecht tatsächlich. Oh, Mierda, Kate, es tut mir leid. Ich wollte dich niemals dieser Gefahr aussetzen. Ich hoffe, du verzeihst mir, die Dame. Natürlich, Mr. Bitcoin. Krug, danke schön. Gracias für euren Einsatz. Ihr seid sehr wichtig hier, Medics. Muchos gracias. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja? Gleichfalls. Wenn ihr irgendwas braucht, neue Autos, Geld, sagt mir Bescheid. Wir holen uns alles von John. Schönen Tag euch. Adios, gleichfalls. Bitcoin, ich könnte ein Auto gebrauchen. Dann komm her, mein Sohn. Nein, nein, ich habe gesagt, du kommst her. Wollen wir uns nicht ein bisschen näher zueinander gesellen? So? Okay. Komm her, mein Sohn. Patron, ich brauche dieses Auto. Okay. Tarek, wenn ich das nächste Mal frage und er kommt nicht, knall ihn ab. Mein Sohn, komm zu deinem Vater. Na los. Komm, Daddy. Sehr gut, Mano. Knall ihn trotzdem ab. Oh, Mist. Mr. Bitcoin. Na gut. Wie machen wir weiter? Sagen Sie es uns. Weißt du, wie du von hier hinten aussiehst? Mit diesem Hut. Sehr schön, ich weiß. Original wie Pablito Mierda. Auch ein extrem großer Verräter der Gesellschaft und der Nation. Ich sehe sehr gut Im Laufe der Geschichte, Manus, hat er uns sehr oft verraten. Du siehst wirklich aus wie Pablito. Du bist ein Verräter. Pequeña Rata. Was soll ich dir sagen, was ich jetzt mit dir mache, John? Es sehen Sie. Hermanos, ich möchte, dass einer ihn an einem Ort absetzt, wo ihn niemand findet. Weit, weit weg. Aber das übernehme ich. Darf ich gerade Mr. Bitcoin? Tarek. Kein Problem. Ich schaue noch ein bisschen Cardio. Wenn du nett zu ihm bist. Oh Gott, das ist... Oh Gott, ich schicke dir ein Foto. Okay. Schau auf meine Schulter rund. Heute ein bisschen Cardio, Asche. Das tut ihm sicher gut, ja. So. Jetzt ist der Dreck weg und jetzt kann ich mich ja hier hinsetzen. Ola. Also sind wir nicht Dreck für Sie? Nein, wieso? Ja, der Fisch ja. Stinkt als erstes am Kopf. Haben Sie die Zigarre bekommen? Nein, ich brauche keine Zigarre. Okay. Wie geht es Ihnen erstmal, ja?
Was soll die Scheiße? Wieso wollt ihr nicht vernünftig eine Familie leiten? Wieso wollt ihr nicht vernünftig mit der Familie sein? Also wir wollen das klären, ne? Ihr wollt gar nichts klären. Wer von euch war gestern dabei, wie John an der Tafel darunter geredet hat vor den Leuten in der Stadt? Ich glaube, keiner von uns war dabei. War keiner. Was ist das Ding? Wärt ihr dabei gewesen, Romanus, dann hättet ihr nicht so eine große Fresse heute gehabt. Ich weiß, dass die meisten von euch mit John hierher gekommen sind und dass ihr deswegen sehr eng zusammen seid. Wer von euch hat John erst in dieser Stadt hier kennengelernt? Ich mit den weißen Haaren. Wie lange bist du schon bei Sinaloa? Anderthalb Monate. Wie viel? Anderthalb Monate. Was bewunderst du an John? Er weiß, in manchen Situationen gut zu handeln. Manchen aber auch nicht. Was noch? Danke euch für 26 verschenkte Subs. Er zieht konsequent durch, was er vorhat. Wenn einer frech in der Familie ist, dann wird er bestraft. Das sieht so hässlich aus. Sonst nichts. Ich habe hier ein Bild von Johns Frau. Isabella. Richtig, Isabella. Wie sie mein Auto tankt. Sie hat mich chauffiert und wir haben über John geredet. Was sagte sie? Sie hat wirklich nicht viel Gutes über ihn verloren. Sie sagte, dass er, um an sein Ziel zu kommen, viele Sachen tut, die leider nicht richtig sind. Sie sagte auch, dass John jemand ist, der schwierig seine Fehler eingestehen kann und wenn er einmal diesen Fehler gemacht hat, dass er den einfach weitermacht, wegen seinem Dickkopf. Das kann sein. Sie sagte aber auch, dass sie nicht verstehen würde, wieso er dieses Angebot von mir so abgeschlagen hat. Meinen Sie mit dem Chicano-Pakt? Korrekt. Was wisst ihr davon? Nicht so viel. Dann sagt mir, was ihr davon wisst, Romanus. Ja, also, wir wissen nur, dass es den gab, aber mehr nicht. Wir haben nichts zu melden. Wie meint ihr, ihr habt nichts zu melden? Ihr seid doch in der Familie, oder nicht? Ja, ja, aber wir sind halt keine Leadership. Wir wissen halt nicht über alles Bescheid. Was hat das denn mit Leadership zu tun? Ja, die Leadership berät sich halt und wenn was ansteht, dann werden wir es auch erfahren. Aber über den Chicano-Pakt, wir wussten nur, dass er besteht, aber mehr nicht. Was denkt ihr darüber? Gute Frage. Ja, könnt ihr anderen beiden auch mal was sagen? Ihr zwei. Ja. Was ist los? Hat euch die Sprache verschlagen? Nein, ich bin einfach noch nicht so lange dabei, deswegen. Wie lange bist du denn schon dabei? Knapp eine Woche. Eine Woche, Mierda. Ja, ja. Ist ja genau der richtige Zeitpunkt, wieder rauszugehen für dich dann. Mr. Bitcoin, gucken Sie mal, ich verstehe Ihren Punkt, ja. Ich habe auch ein bisschen mitbekommen, es kann sein, dass, wie soll ich sagen, John ein bisschen mit seinen Emotionen spielt. Aber ich denke, er hat das begriffen, ja. Weißt du, wie der mit mir redet? Ich weiß, Sie wissen doch, wie das ist. Nein, ich weiß nicht, wie es ist. Sein erstes Telefonat mit mir war genauso respektlos wie mein letztes mit ihm. Er ist von Grund auf einfach kein Mann von guten Worten. Er weiß nicht, wie man spricht, er weiß nicht, wie man mit wem spricht, er weiß gar nichts. Und das brenne ich ihn so lange ein, mir da bis er entweder es begriffen hat oder keine Familie mehr hat. Diese zwei Sachen. Anders gibt's nicht. Aber das ist doch auch keine Lösung. Oh, Mirda, das ist eine Lösung. Und sogar nein, was für eine Lösung. Nicht. Bueno, willst du eine Lösung? Willst du Frieden für deine Familie? Guck mal. Willst du Frieden für deine Familie? Ich kann nicht viel sagen, aber ich rede jetzt einfach mal für diese Familie. Ja, dann mach mal. Und ich bin auch im Interesse, dass wir mal Frieden machen, ja? Ich denke, sie haben Besseres zu tun mit ihrer Familie, wer auch. Gut. Wie lange ist deswegen der andere neben dir in der Familie? Ein Monat schon. Ein Monat. Ihr könnt euch aussuchen. Ich frage euch, liebt ihr die Familie? 100%. Ja. Einer hat nichts gesagt. Ja, natürlich, sonst trage ich diese Farbe nicht. Boss, dankeschön. Gut. Dann habe ich einen Vorschlag für euch. Es ist keine Forderung, es ist eine Bitte. Einer von euch drei holt sich sein Blatt out und ich werde John Caliverga nie wieder, egal was er tut, egal wann, egal wo, angreifen. Nie wieder. Auf keinen Fall. Niemals. Tja, dann liebt ihr die Familie nicht, sondern euch selber. Nein, wir stehen für die Familie ein. Hier steht gar nichts, Mirta. Hier steht gar nichts für niemanden ein. Killer Keule, dankeschön. Ihr hättet jetzt gerade eben die Sache lösen können. Aber da sieht man, Romanus. Da sieht man, Romanus. Dann habe ich nichts. Was? Was habe ich denn, Herr Bitcoin? Was habe ich dann? Dann hast du die Sicherheit für die Familie, natürlich. Ja, und dann bin ich ein Nichts, ein Niemand. Siehst du? Habe ich keine Familie. Siehst du, Mira? Und da sieht man, wie ihr denkt. Dann bin ich ein Nichts. Ich glaub, du hast direkt in seiner Ich-Form geredet. Nein. Ja, richtig. Siehst du, egoistisch. Du denkst eher an dich, Mira, als an deine Familie. Und das hat mir gerade gezeigt, mir, dass ihr alles Versager seid. Ihr habt doch nur Angst, dass ihr niemand mehr seid, dass euch keiner mehr auf der Straße erkennt, der euch sagt, oh, Sinaloa. Das ist mir egal. Das ist dir nicht egal, der Mann, das ist dein Leben. Gucken Sie doch mal, was im Würfelpark rumläuft, was für gesorgt. Ja. Schauen Sie doch mal. Meinen Sie, ich möchte da hingehen? Da kommst du wahrscheinlich sogar her. Nicht, ja? Nein, niemals. Niemals? Niemals. Ich habe früher am Casino mal abgehangen, aber am Würfelpark nicht. Erzähl mir nichts. Hola? Hola? Vater. Hola, alles klaro? Wo bist du? Ich bin gerade hier mit deiner Familie am Reden. Okay, Bruder, dann mach dein Ding so.
gedacht, wir können ein bisschen quatschen. Ich rufe dich an. Ach, sind wir kein Trödeltrupp? Adios, Romano. Okay. Was sagst du? Ich dachte, wir sind ein Trödeltrupp. Jetzt sagen sie schon Familie, also akzeptieren sie uns als Familie. Wann habe ich denn mal Trödeltrupp gesagt? Schon etwas länger her. Ihr seid eine Pennerfamilie, das seid ihr. Ja, sie hat noch Trödeltrupp mal gesagt. Ist doch scheißegal, mir ist doch die gleiche Scheiße. Freu dich nicht mehr, dass ich einmal Familie zu euch gesagt habe. Familie kann sich jeder nennen, Romano. Alles gut? Ah. Ich stelle euch eine Frage. Wer erste Antwort hat, wer erste antwortet, kommt eine Runde weiter. Welche Farben tragen die Asadis? Moosgrün. Kaki-grün, glaube ich. Moos, Kaki-grün so. War noch jemand Torres oder so, wie man das nennt. Stark. Mariam, knall mal den in der Mitte ab. Noch eine Frage. Sie. Was war das allererste Kali-Anwesen? Weinberge? Oder nee, Playboy-Villa. Playboy-Villa? Ja, nennt man das nicht so? Weinberge oder Playboy-Villa. Okay, ihr seid beide weiter. Was war jetzt? Lösen Sie mal auf. Was war jetzt das erste Anwesen? Weinberge ist richtig. Okay. Das war vor Dortmund schon. In Dortmund habe ich dann die Schleife gehabt. Und später wieder die Weinberge. Keine Ahnung. Noch eine Frage. Sie reden nicht. Wer war mein größter Erzfeind in Dortmund? Also ich kenne Dortmund nicht. Lassen Sie mich überlegen. Die Platz, glaube ich. Gut, Mariam, knall mal den mit der Brille oben rechts ab. So, wie ist dein Name? Moko. Mokro? Moko. Moko. Genau. Wie lange bist du schon bei denen? Ein Monat. Was gefällt dir an Sinaloa? Dass alle so nett sind, entspannt. Wir halten alle zusammen, deswegen. Was würdest du dazu sagen, wenn du mit mir zusammenarbeitest? Nein. Wieso? Würde ich die Familie verraten. Wieso würdest du die Familie verraten? Weil ich mit dir zusammenarbeite. Und mit ihnen? Nicht. Mit ihnen. Deine Zusammenarbeit ist doch nichts Negatives, Hermano. Moko. Doch, verrate ich meinen Patron. Wie denn? Indem ich mit ihnen arbeite. Sie wollen ja Informationen und sowas haben. Habe ich gesagt, dass ich von dir Informationen über deine Familie haben will? Kann ja sein. Das war jetzt mal ein Beispiel. Ich habe nur gesagt, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ja, okay. Aber nee, würde ich nicht machen. Entfesselt ihn, Hermanus. Dankeschön. Du kommst jetzt mit uns. Alles klar. Du brauchst nicht auf ihn zu ziehen. Er folgt uns auch so. Da ist einer aufgewacht. Wo geht's? Wie war der? Kleinen Moment, Moko. Bleib mal hier, Alfie, mit ihm. Moko, geht schon mal ins Auto. Komm. Wer bist du hier, Hermanus? Hermano. Ich bin Gianni, hallo. Oder bleib mal stehen. Mariam, komm her. Ja. Ganz wichtig. Ja. Ihr müsst so tun, als ob ihr Moko zwingt mitzukommen, damit die nichts merken. Geh schon mal vor. Okay, ja. Hör mal zu. Was machst du hier? Meine zwei Brüder sind hier in der Familie. Und wer sind die? Mubaki und Baki. Mubaki und Baki. Ja. Na gut. Sag den Leuten, wir haben Moko mitgenommen. Okay, mach ich. Er ist jetzt unser Gefangener. Okay. Die holst du hier nicht hoch. Ey, scheiß auf die. Wieso? Wir haben meinen Cousin hingerichtet. Welchen Cousin? Kennt man nicht so. Als... Aber ich dachte, deine beiden Mubaki und Bakaki sind hier. Ja, richtig. Und meine Brüder sind das. Und aber auf Sinaloa scheißt du? Ja, ist ja nicht meine Familie. Nur die zwei von denen sind halt meine Brüder, ne? Hast du Interesse an einer Zusammenarbeit? Kann halt nichts machen. Ich bin halt nicht in der Familie. Nur meine zwei Brüder sind in der Familie. Vertraut diese Familie dir? Meinem Cousin ja, mir bestimmt nicht. Ich weiß nicht. Und vertraut also dein Cousin dir? Tun. Mein Cousin wurde hingerichtet. Der ist nicht mehr hier in der Familie. Okay. Ich werde dir jetzt eine Information geben. Wenn ich weiß, dass du die weiterleitest, dann weiß ich, dass du ein Lügner bist. Dann suche ich und jage ich dich, Bueno. Okay. Moko ist gar nicht unser Gefangener. Moko ist jemand von uns. Okay, ich verstehe. 4x9 ist meine Nummer. Meld dich, wenn du irgendwas Interessantes über Sinaloa hast. Gut, wieso wollt ihr euch bei Kali bewerben? Wir sind schon lange in der Stadt und wir haben immer Geduld gehabt und haben so geguckt, welche Fraktionen so auf dem Start da sind und ja, da ist uns Kali sehr gut aufgefallen. Ah, gracias. Also haben wir bestanden, oder wie? Nein, wir haben einfach nur geguckt, welche Fraktion uns am besten gefällt, so, und wer halt so
Also wir sehen uns eher als Familie, Armano. Ich habe eine Frage an euch, Jungs. Was denkt ihr über die Stadt? Über die Stadt? Ja. Unter den Familien, was ist das Wichtigste? Zusammenhalt und Loyalität. Inshallah. Nein. Also mittlerweile würde ich sagen, das Schießen schon ein wichtiger Teil ist hier. Richtig. Und ihr bewirbt euch in einer sehr starken Familie, ne? Also ja, ihr müsst davon nicht so sehr, sag ich mal, bewusst sein, dass ihr halt gut schießen könnt. Könnt ihr gut schießen? Ich würde schon sagen, ja. Also kannst du mit den Jungs hier drin mithalten, bitte sagen? Also ich würde sagen, in dem Mittelbereich würde ich schon mithalten, aber mit den Besten hier denke ich nicht. Danke dir, Leichterbär, vielen Dank. Ja. Kennst du unsere Jungs? Ein wenig. Okay, wem kennst du zum Beispiel? Ich habe halt viel über Mogli gehört. Ja, ist die letzte Zeit ein bisschen viral gegangen. Ja, erzähl mir mal ein paar Namen, wo ihr denkt, dass ihr mithalten könnt mit denen, von unseren Leuten. Ich würd vielleicht Tarik sagen. Ja. Oh, nicht schon wieder einer, Alter. Der Tarik. Kannst du haben, weiß man. Ich sag, der knallt dich. Diesmal im Sitzen, im Stehen, was soll ich machen, im Liegen? Wie heißen die? Nein, diesmal... Sinaloa-Base-Rated. Sinaloa-Base-Rated, na gut. Wow. Schieß die Tat! Geh dann mal raus. Die sind draußen schon, die sind beim Wolf. Die sind schon beim Wolf. Finger, Bruder. Ich sehe, dass du Schivende, Jungs, keine Sorge. Nimm dir das rein. Wir haben auch Scheiben ansonsten. Wenn wir haben kein Overwatch, Mr. Bitcoin, einmal bitte in die Luft. Wenn, dann lass zusammen was pushen. Wenn die hinten rausrennen. Ab 9. Ich wollte 50er weglegen, das haben die sich nicht verdient. Ab 9. Ready, stop! Im Lager sind noch welche Lager. Selber liegt! Ey, ich liege in meinem Stuhl. Ey, ich liege auch in meinem Penis. Mr. B! Minus. Oh, sind die Scheiße. Das ist doch. Nein. Ey, komm her. Den. Ah! Ja, keine Ahnung. Hingezogen, war das ein Kapitel? Kurz gedillt. Kurz mit kein Gedillt. Och, Mann. Ja. Mann. Kurz mit kein Gedillt, das soll ich euch sagen, Jungs. Digga, was soll ich euch sagen? Ich war gerade richtig überfordert. Wir haben vier Leute geschossen, ne? Ich habe vier Leute geschossen. Ey, ich hab nicht mal einen Schuss abgegeben. Ich hab nur auf den letzten geschossen, der wurde aber schon geholt. Holt mal alle rein jetzt. Ich wurde von vier Churex angeschossen. Ey, ich glaube, Haupteingang raus. Holt ihr alle zum Klavierraum, Hermanos, zum Klavierraum, André, beeilt euch. Ich melde, Haupteingang. Haupteingang ist Tür auf. Haupteingang draußen, ich bin schon draußen. Ah, nee, hier ist Zivilist auch. Bringt sie mal rein, jetzt kommt. Was ist mit diesen Pendejos? Was haben die gerade hier versucht? Die Chuchas. Ich weiß noch nicht, wie die mich nicht bekommen haben. Die haben sich als Kegel eingestellt, damit wir die einmal kurz umrollen können mit einem Bowling, mit einer Bowlingkugel. Das ist wie in einer Kegelbahn gewesen gerade. Wo ist Caliverga? Der ist nicht da. Wieso lässt du euch alleine Versager in den Krieg ziehen, in den Tod ziehen, besser gesagt, nicht in den Krieg? Wieso tut er das? Sag es mir. Tut er doch gar nicht. Was tut er doch gar nicht? Nur weil er nicht da ist? Wieso seid ihr hier, Mirda? Seid ihr hier, um uns eure Waffen und eure Munition zu liefern und eure Aufsätze? Wieso seid ihr hier, Mirda? Atmet mal lieber durch, Mirda, wenn ich nicht gerade komme. Verstehst du mich? Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Habt ihr denen hier die Illegalen alles weggenommen? Ja, sind dabei. Also die sind alle leer. Die sind alle leer? Ja. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn wir gerade nicht zu euch kommen. Steht hier. Macht er währenddessen lieber eine Pause, kommt und greift mich nicht an, Mirda. Das geht doch nur. Ihr schenkt uns doch neuere Sachen. Ja, aber wäre doch langweilig. Wenn die jetzt noch. Na, Loco, verstehst du jetzt, Mirda, was das war? Was heißt das? Straßen. Mir? Ach, das soll Loco. Straßen. Soll ich einen abknallen dafür, oder? Was hat er gerade gesagt? Ist wer hier? Ist Tyson hier. Er meint den Hund Tyson damit. Ja, knall ihn mal ab. Herr Loco. Ihn oder soll ich irgendeinen anderen? Irgendeinen Pendejo. Den seine Frise hat mir nicht gefallen. Dann kann ich die Maske aus allem abziehen. Ja, ich zieh euch einmal die Maske ab. Und die Mütze bitte. Ich reiß mal deine Maske runter. Dir auch, Hermanese. Nein, aber müssen wir können. Dir auch. Sinaloa hat uns verraten, richtig? Verraten, belogen, betrogen, beleidigt. Alles. Also Walla, mit welchem Gesicht Maske kommt ihr hin und greift uns an, Sinaloa? Also mit welchem Gesicht? Mit welchem Gesicht? Mit welchem Gesicht denn? Ihr kommt, ihr verrätet die Chicanos und ihr kommt hier und greift uns an. Mit welchem Gesicht? Das wollte noch Mr. Bitcoin. Ja, wie viel?
Oder zeigst du einfach wiederum, dass ihr Hunde seid? Sieh, Mariam. Klar. Ja? Wollten die heute nicht auszahlen, beziehungsweise aufhören? Ja, such die mal an aus und knall ihn ab, Mariam. Ja, nee, ich hab... War ein bisschen überraschend, aber... Der fuckt mich ab. Hau ihn einfach kaputt, scheiß drauf, hau ihn kaputt. Der fuckt mich ab. Ja, ja. Hau ihn kaputt. Spuck ihm seine Fresse auch noch. Spuck ihn an. Maria, klär das mit einer Kugel. Das kommt cooler. Der fuckt mich besonders ab. Dass ihr euch wirklich traut, hierher zu kommen. War ohne Witz. Aber ehrlich jetzt, Schmalzlocke, was sagst du dazu? Hey, Chucha, ich rede mit dir. Meinen Sie mich? Natürlich, sag doch Schmalzlocke. Ich hab keine Blanken, deswegen, keine Ahnung. So starrt sie mit jemand anderem. Ey, Jungs, immer solche Familien wie ihr, die gehen immer sehr schnell unter. Warum verbockt ihr euch jetzt hier in der Stadt? Was sollen wir machen? Sollen wir uns die ganze Zeit im Anwesen verstecken? Nein, zahlt aus, keine Ahnung. Ja, aber ihr habt doch gar keine Forderung gestellt. Was sollen wir denn noch zahlen? Sagt eurem Patron, der so ein bisschen Bückens Füße küssen oder seinen Arsch auf küssen. Keine Ahnung. Was sollen wir auszahlen, wenn keine Forderung da ist? Sag mal. Lässt dich auf? Natürlich nicht. Denkt ihr, ich lasse euch so einfach davon kommen, wir zahlen aus, mir dann, ja, das war's? Hä, das war doch eure Frage jetzt, warum wir kommen, wir sollen auszahlen. Und ich habe jetzt gefragt, was sollen wir auszahlen, wenn keine Förderung da ist? Warum wartet ihr nicht, bis wir euch angreifen? Warum kommt ihr? Wie, sollen wir jetzt jedes Mal warten, bis ihr kommt? Natürlich, was macht ihr denn mit fünf Leuten mehr da? Was habt ihr euch erwartet? Was habt ihr davon erwartet? Wir kommen raus, wir verstecken uns nicht. Okay, dann habe ich dir eine Forderung. Oder nicht? Gib mir alle eure Waffen, alle eure Munition, alle euer Geld, dann lass ich in Ruhe. Das wird schwierig. Gut. Das macht ihr sowieso Stück für Stück, du Vollidiot. Ja, ist doch besser so. Hauptsache, wir zahlen die Waffen nicht komplett aus. Wir haben eh genug. Das hättest du nicht sagen sollen. Ihr habt eh genug. Das hättest du eh nicht sagen sollen. Dann werde ich mich sehr, sehr lange an euch bedienen, Romano. Ihr werdet wie meine scheiß Mystery Box sein. Ich werde mir jedes Mal etwas davon nehmen, wenn ich Lust darauf habe. Ich nehme es und schiebe es in meinen Mund mir da. Und fress es alles auf! Genauso wie euch. Guten Appetit. Ist okay, Patrick. Ich werde alles nehmen von euch. Wer von euch hat eine Freundin? Ich glaube, keiner, der hier steht. Alhamdulillah, Single. Single? Single? Single. Sicher, dass du Single bist? Ich bin Single. Tut mir leid für mein Deutsch. Knallt ihn mal ab. Ein Wunder, dass er Maria so nervt. Tut mir leid für dein Leben. Ach, der steht schon wieder. Ja, okay, dann suchen wir den anderen aus. Nach einer Minute steht er. Geht noch. Der lag heute wieder. Aber klär das mit einer Kugel, Maria, das ist cool. Ich mag so einen geilen Abgang. Lässig. Kann aber sein, dass er sich gleich wieder erholt, dieser Single. Ja, dann habe ich nochmal ein bisschen Spaß mit dem. Nee, Single erholt sich nicht, der liegt, das lämmt. Der liegt komplett. Ihr Haufen Dreck. Ihr widerwärtige, abstoßende, ekelerregende, abwertende, versibbelte Drecksfamilie. Ihr stinkt nach Scheiße, Mierda. Zerstab los. Verpisst euch! Bye bye. Bye-bye. Knall den mal ab. Okay. Nee. Das war ja voll Single. Wie ist dein Name? Liam. Wo sind die anderen von euch alle? Die sind da unten. Dann hol die hoch. Wieso ist der John gefesselt? Ist das John Caliverga? Dort hinten. Hey, Hermanos, ist das bei euch John? Ja, das ist John. Das ist der John. Bringt ihn mal hierher und kommt mal rein, alle. Kommt aufs Dach. Beleidigt ihn mal ein bisschen tot, beleidigt ihn mal. Wie ist dein Name? Liam. Welcher Liam? Liam Jason. Welcher Liam Jason? Man kennt mich nicht. Niemand kennt dich nicht. Nein, Bruder, Liam Stimme würde ich sofort wieder erkennen. Woher kommst du? Ich komme aus hier. Aus hier? Was ist das für ein Land? Yeah. Ich komme aus Los Santos. Aus LS. Mr. Bitcoin ist ein beschäftigter Mann. Los, komm, komm. Ja. Schneller, hopp. Komm, John. Feiner, John. Seit wann habt ihr Hunde? Nicht, dass ich wüsste, dass die Hunde... Mal gucken, wer gleich kommt. Bisschen, dankeschön. Holla. Komm, Mr. Bitcoin, nicht den ganzen Tag Zeit. Ab, John. Guten Tag. Was für eine Rasse ist das? Hast du mit meinem Bruder umgeschossen? Komm. Wer hat deinen Bruder umgeschossen? Gar nichts gemacht? Ich glaube, das war Loco. Mann, jetzt gerade? Ja, der liegt da vorne noch. Holt ihn mal her. John, setz dich auf deinen Platz. Ich stehe lieber neben Hermanos. Setz dich auf deinen Platz. Oh, ich stehe lieber, neben Hermanos. Bist du sicher, dass du lieber stehst? Die Sinaloas. Hört auf, euch hinzustellen. Hermanos, fesselt mal die Sinaloas. Außer hier den rechts.
Außer die Schmalzlocke. Sollen wir Dings hier entfesseln? John? Ja. Nein, wieso sollten Tiere frei rumlaufen dürfen? Stimmt auch. Was mit den Waffen wegnehmen oder? Ja, klar doch. Alles wegnehmen. Baki. Mach Dispatch. Hörst du mich? Ja. Mein Deck ist schon da hinten. Hier hast du deine Entscheidung. Ich brauche eine Waffe. Gib dir eine. Jungs, kriegt dir eine Waffe. John. Denkst du, du hast das Zeug dazu, ein Patron zu sein? Ich denke, ich habe das Zeug dazu, ein Patron zu sein, ja. Wieso denkst du so etwas? Warum solltest du das nicht denken? Weil ich nicht denke, dass du das Zeug dazu hast. Nefs, danke schön. Chat beschreibt es kostenlos. Danke für den Hype-Train. Ich denke, du hast nur zwei gute Leute bei dir. Und ich denke, diese Leute gehören hier nicht her. Ich denke, diese Leute sollten sich jetzt entscheiden. Die Leute sollten sich jetzt entscheiden, wo sie hingehören wollen. Wie schaffen sie das jedes Mal? Ich verstehe es nicht. Bei Allah, ich verstehe es ja wirklich nicht. Ne? Kann ich genau, wie sie es jedes Mal hinbekommen? Hast du ihn stabilisiert, Baki? Ja. Fertig ist unten. Bueno. Fertig ist unten. Kann ich da bringen? Bring ich mal. Ja, klar. Könnt ihr mal den Medic hier hochholen? Dein Medic ist weggefahren. Setzt euch, Baki Mobaki. John. Ja. Weißt du, wieso diese Leute sich für uns entschieden haben? No, aber die haben bestimmt einen Grund. Wenn das so ist, dann ist das so. Baki Mobaki, redet mal einfach mit ihm. Ich sehe John gar nicht. Weißt du mal, wo er ist? Das ist direkt vor uns, ja. Achso. Ja. Es hat so passiert, John, ne? Soll ich sagen. War nicht das erste Mal, dass wir es da versucht haben, ne? Bei BDC. So schwebt er mir da. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Der schwebt immer weiter in die Luft, Dinge. Ist der in der Galaxie? Den gar nicht. Wir müssen einen Medic holen. Wie geht's Ihnen, Bitcoin? Mir geht's gut, Romano. Top. Und jetzt geht's euch auch gut. Ich hoffe. John, du... hat dir irgendwas die Sprache verschlagen? No, warum soll mir was die Sprache verschlagen? Ich möchte gerne, dass du redest. Oder soll ich wieder ein Thema stellen? Wie soll ich so sagen? Ihr könnt mir gerne ein paar Fragen stellen. Wie fühlt sich das an, verraten zu werden? Ach. Sag's mir. Nein, juck nicht. Mich ach, juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Das juckt dich nicht? Das ist einer deiner Leadershafter gewesen. Ja, dann ist das so. Du fragst ja nicht mal wieso. Ich brauch keinen Grund. Wenn jemand verrät, dann verrät er. Und das findest du okay? Was will man ändern? Verrat ist schon Verrat. Kann man doch nicht ändern, oder? Man kann wenigstens hinterfragen, wieso, okay. Damit man vielleicht den nächsten Verrat vorbeugen kann. Nö. Wieso hast du dich mit mir angelegt? Warum nicht? Diese beiden werden kein Blattout von dir bekommen. Hast du mich verstanden? Mhm. Hast du mich verstanden? Ja. Du bist dieser Stadt hier nicht gewachsen, John, sage ich dir ehrlich. Ich glaube, du hast dich überschätzt. Nur weil du ein paar Tage bei Sinaloa warst, dachtest du, du kannst jetzt die Sinaloas selber führen. Ab jetzt bist du nicht mehr der Patron der Sinaloas. Ich bin das, was ich bin. Und sie sind das, was sie sind. Ganz einfach. Und wer bin ich? Und was bin ich, John? Sag es mir. Rentner. Ein Rentner. Das ist alles, was richtig. Dir zu mir einfällt. Ja. Sieh, Baki. Ich sehe John nicht mehr. Ich höre ihn noch nicht. Du hörst ihn nicht? Nein, ich sehe ihn, aber ich sehe ihn nicht. Aha. Ah, jetzt. Diese Totenstille. Nur der Wind pfeift. Schwebt er bei dir auch in der Luft? Ja, da ist eine Galaxie wieder. Hermano, wo ist denn der Medic? Loco. Der kommt jetzt. Die Sache wurde angenommen. Bueno. Weißt du, John, mit dir ist es sehr schwierig. Es kommt einfach nichts von dir zurück. Weder. Ja, mit ihnen ist es schwierig. Wieso? Sie sind eingebildet, ein Egelstück Scheiße. Wissen Sie? Ja, das ist warum, das Problem. Warum eingebildet? Warum denn? Lass ihn jetzt kommen. Jetzt kommt es. Ja. Der schiebt dir da weg. Was wollen Sie denn noch? Was wolltest du sagen, Baki? Ich schäle John nicht. Der Locker muss den einmal tragen. Ich sehe den auch nicht mehr. Ja, jetzt. So, ich lass ihn einmal in meinen Arm. Ja. Jetzt rede, Baki. Ach nee, ich konnte nur nicht hören, ich wollte den nur hören. Okay, bueno. Ich bin eingebildet, John. Ja. Wieso? Sag es mir, weil ich besser bin als du?
Ja, das mit besser zu tun. Weil ich dir einen Schritt voraus bin oder vielleicht sogar 10 Schritte voraus bin? Weil ich meine Familie nicht in den Tod schicken lasse, mir dagegen so ein Versager wie dich, John? Deswegen bin ich eingebildet? Natürlich. Weil ich etwas von meiner Familie und mir halte? Deswegen bin ich eingebildet, John? Ha? Ich halte auch was von meiner Familie. Du hast gerade darauf geschissen, dass dein Leaderschafter geht. Ja, wenn er mich verrät. Ja. Dann hinterfrag doch mal, wieso du verraten wirst! So wie ich dich gefragt habe, wieso! No. Schrei mal nicht, Rentner. Bluthochdruck geht hoch, Hermano. Das ist so unangenehm. Mehr fällt dir nicht ein? Außer Rentner? Ich frage nicht nach, wer verraten hat, verraten. Alles andere ist egal. Du bist ja echt ein Scheißpatron. No, hat nichts. Baki, ich habe eine Frage an dich. Sehr. Würde dich interessieren, also, wenn du derjenige wärst, würde dich interessieren, wieso das andere das getan hat oder nicht? Schon, ja, natürlich. Der Medic ist da. Ich verstehe deine Wut, John. Ich verstehe deine, was soll ich sagen, deine Traurigkeit, deine Trauer. Brightness, danke dir, vielen Dank. Danke, Sam, zu willkommen. Medix, das ist nur dieser Versager hier vor mir, mehr ist es nicht. Gesundheit. Entschuldigung. No problem, du hast ihn voll ins Gesicht gehustet. Alles noch? Krasses Medix, sü. Alles klärchen. Er hat gerade seine halbe Familie verloren, aber ja, bei ihm ist alles gut, gracias, Medic. Schön. Halbe Familie, alles klar. Gracias. Sogar wenn einer noch auf der Leaderschaft geht, dann ist es wie die halbe Familie. Aber für dich hat er anscheinend keinen Wert gehabt. Richtig, John? Doch, die haben beide einen Wert. Welchen denn? Ist ihnen doch egal. Den, dass du nicht mal fragst, wieso sie es getan haben? Brauche ich nicht. Was ist los, John? Was soll los sein, ey? Ich habe nur meine Probleme, die ich habe. Mit den Leuten, die clash untereinander, nicht mit ihnen. Wie, die clashst du untereinander? Nö. Du hast gerade einen Leaderschafter verloren und einen guten Mann. Ja. Deren Weg ist anscheinend so bestimmt. John, ich möchte, dass du mit mir sprichst. Ich kann deine scheiß Gedanken nicht lesen, verstehst du mich? Ja, ist doch gut so. Wieso ist das gut so? Finden Sie es heraus. Wie sagen die Geschäftsmänner, Hausaufgaben machen Sie? Machen Sie Hausaufgaben. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Hermano. Ja? Sieht das nicht so aus, als ob ich die Hausaufgaben gemacht habe? Das ist dann, wenn sie denken, dass es ihre Hausaufgabe ist, dann ist es ihre Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe, Hermano, ist immer das, was vor mir steht, was ich bewältigen muss. Du hast dich gegen mich aufgelehnt und jetzt bin ich hier. Irgendwie tust du mir ein kleines bisschen leid. Ich habe Mitleid. John. Ja? Ich mag Baki und Mobaki. Das meine ich wirklich ernst. Und ich bin mir sicher, sie können sich sehr gut entfalten, wenn sie in der richtigen Familie sind. Mhm. In deiner Familie sind sie nicht gut aufgehoben, denn du hast dir nichts zu bieten. Was habe ich denn nicht zu bieten? Naja, nicht das, was ich denen bieten kann. Was bieten sie denn? Kryptowährung. Das biete ich all meinen Feinden. Naja. Ach, Rentnerchen. Ach. Ich habe dir gesagt, für diese Aktion mit dir werde ich mir alles wegnehmen. Meine Moral, meine Ehre, mein Wort. Ich werde dich Tag und Nacht auseinandernehmen. Mach deine Hausaufgaben, Hermano. Mach deine Hausaufgaben. Natürlich. No problema. Mach deine Hausaufgaben. Weißt du, was Hausaufgaben heißt? Soll ich dir mal sagen? Mhm. Sie denken, sie wären einen Schritt weiter, oder? Ja. Ich bin die zwei voraus. Du redest über mich, dass ich eingemeldet bin. Eingemeldet? Eingebildet. Mhm. No problem, ich helfe Ihnen gerne bei Ihrer Artikulation. Ist dir nicht bewusst, dass deine Familie sich auflösen wird? Ist das so? Ja, hundertprozentig. Hm. Hm.
gar nicht, dass das so ist. Das ist so. Ich weiß gar nicht, welche Hochnäsigkeit du redest, ja? Welchem Gesicht du redest. Also zwei Sachen. So, weil man mit Mr. Bitcoin eh nicht reden kann. Warum er redet gerade mit dir? Und du redest ja nicht. Ich versuche die ganze Zeit mit dir zu reden. Ich sage doch, wir wollen auszahlen, alles mögliche. Sie gehen einfach alles mögliche auf irgendwelche Nein, ich gehe nicht drauf ein. Auszahlen nehme ich nicht von dir. Ja, deswegen. Ja, sehen ich nehme ja dein Blut, das nehme ich von dir. Verstehst du das? Gar nichts nehmen sie. Gar nichts. Hat man ja gerade gesehen. Ja? Sie. Du sagst schon. Warum sitze ich dann noch neben denen hier? Sind sie im Funk? Ich weiß, dass du sagen willst. Gehen sie durch den Funk. Ah, alles gut. Was meinst du? Warum sitze ich dann einfach nur neben denen? Ich mach doch nichts. Sie haben mir doch nichts genommen. Die sind, ja, die haben mich verraten. Alles schön und gut, aber warum sitze ich denn immer nur hier? Weil ich dir Hausaufgaben machen, Hermann. Hausaufgaben. Comprende? Mierda? Ich glaube, du bist vom Kopf her noch nicht so weit, John. Ich bin schon ziemlich weit. Ziemlich weit. Sprich mit offenen Karten. Nein, brauche ich nicht. Du hättest einfach deine Fresse halten sollen. An der Tafelrunde. Nein. Du hättest nicht lügen sollen an der Tafelrunde. Sprich mit mir. Brauche ich nicht. Ich habe dich heute sehr oft zum Sprechen aufgefordert. Ich habe mit ihnen gesprochen, ich sage, ich zahle aus. Sie wollen da nicht, ganz einfach, Punkt aus Ende. Wovor brauche ich noch mit ihnen reden? Für was? Weil ich kein Geld brauche. Verstehst du mich, Mirda? Nein, ich habe kein Pech, weil ich kein Geld brauche. Ja, dann kriege ich nichts anderes. Ja. Also ich habe gerade einen Liederschafter von dir bekommen. Sicher? Und noch jemanden. Ja, sicher. Okay. Schaut mal, Chat. Er versteht es nicht. So oder so, ich hätte beide niedergeschossen. Die brüsten sich ein bisschen, Mr. Bitcoin. Gegenüber solchen. Zum einen. Ist das so? Ist ihr Ego gekränkt? Ist ihr Ego so stark gekränkt, Mr. Bitcoin, dass sie monatelang einfach nur auf die Schnauze bekommen haben? Ist das einfach. Ist das der Hass, da ist den nichts, sie in sie haben? E-Funk? Das, ist das. Das wie das. Wie Leute. Das Fuego in ihr erwacht? Handy. Nutze mein Handy. Wow, sie gewinnen die Kriege, alles schön gut. Was haben sie mehr davon? Hermano, halt deine Fresse. Halt einfach deine jämmerliche Versagerfresse. Bueno? Also, ich hätte sie sowieso umgebracht, Chat. Nummer 1, habe ich gesagt, ich nehme die auseinander. Und im Falle, dass diese Leute zu ihm stehen und mir was vorspielen, was auch naheliegen kann, kann ich sie sowieso nicht nehmen. Nummer 3, ich habe nicht mal mit meinen Leuten richtig drüber geredet. Nummer 4, ich feiere die beiden, ich mag die gerne. Und ich sehe die auch nicht in Sinaloa, aber ich sehe sie auch nicht in Cali. Es gibt dir noch eine Woche. Was sagst du? Wir sehen uns in 2 Wochen. Nein. Du brauchst sie nicht abzuknallen. Also das Dümmste wäre, wenn ich sie wirklich genommen hätte, Chat. Deswegen habe ich denen dieses Vorspiel gemacht mit diesen beiden da niederschießen und die sind eigentlich meine Liederschaft. Wir haben ihn heute schon 2 Leute genommen, Loco. Ja, ich bin live, ja, Amli. Stimmt. 2 Leute habt ihr mir genommen. Gracias. Sehr so nervös. Nicht schon. Nur 2 Leute, Mirda. Sogar ein Liederschafter darunter. Verstehst du mich? Ah. Er will so gerne sagen, dass es ein Vorspiel war. Er will so gerne sagen, dass es gespielt war. Welche Kleine war das? Hast du gerade gehört mit Bitu Live? Das war mein Kleinster, das war mein jüngster Sohn. Na los, rede, John! Ich setz dir vor dir, rede! Memoli, danke schön. Rede doch. No problema. Was du redest, das? Aber es kommt nichts bei raus. Lassen Sie doch mal die beiden hier reden. Wie meinst du das? Weiß ich nicht. Finden wir es heraus. Warum Bitcoin? Ich check das nicht. Was soll ich sagen, Romano? Großes Fragezeichen. Mit 2 Punkten hinten. 3 Punkten. Mubaki? Ja? Wollt ihr ihm was fragen oder was sagen? Ich hab's schon gefragt, ich hab keine Antwort bekommen. Schade. Was war die Antwort? Ich hab keine bekommen, sagte ich. Verstehe. Die Wahl hattet ihr ja. Entschieden habt ihr nur falsch. Schon wieder. Und das erklärt mir die Intention von euch, Baki und Mobaki, als ihr damals schon euch vorstellen gekommen seid. Welche denn?
Die Hinterhältigkeit an mir. Hä? Wieso an ihn? Baki. Ja? Na los, erzählt mir das, was John sagt. Was sagt er? Was sag ich denn? Was sag ich denn, Herr Romano? Das sind doch immer noch deine Leute, oder nicht, John? Die haben mich doch verraten. Wo sind das denn meine Leute? Sie haben dich verraten? Die haben mich doch verraten, oder nicht? Haben sie, die haben doch auf mich geschossen. Sie haben auf dich geschossen, richtig. Die haben auf mich geschossen. Was soll ich denn sagen? Also Baki und Mobaki, ist es euch egal, wenn ich ihn jetzt abknalle? Also ich sag Ihnen ehrlich, kurz bevor ich gerade umgeschossen wurde, hat er mich angebellt, dass sie umschießen. Was? Achso, aber sie haben ja auf uns geschossen. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Er hat euch angebettelt, dass ihr mich umschießt? Sehr. Das ist hart, John. Das ist ja härter, als ich gedacht habe. Stimmt das? Weiß ich nicht. Das ist ja voll peinlich. Ja, wer weiß denn, ob das stimmt. Wow. Du kleiner Bettler, John. Ja, natürlich, natürlich. Du kleiner Bettler, gut. Natürlich. Du hast ja gesehen, die verraten dich, haben dich verraten, richtig? Wir holen sie hoch, du darfst die Blatthauten vor mir. Nö, ich mach das intern. Mit der Familie. Ich mach das nicht neben ihm. Ich hätte euch sehr gerne genommen. Leider habt ihr euch falsch entschieden. Wie hätten wir uns denn entscheiden sollen? Für mich. Was haben wir denn gemacht? Sie haben doch genau das gemacht, was sie wollten. Ihr habt ein Schauspiel gemacht, Romanos. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich für euch mit meinen Leuten gestritten, weil ich euch vorgezogen habe. Nun ja. Ganz kurz, Mr. Wittgen. Nur weil der nicht antwortet, heißt das nicht, dass es gespielt ist. Ich kann nichts dafür, dass der nicht antwortet. Aber ich kann ihn schwören, dass das nicht gespielt war. Wenn das gespielt wäre, wären die da nicht alle liegen. Dann hätte ich nur John umgeschossen. Wieso soll ich alle umschießen? Mag sein. Ich werde ja sehen, ob ihr morgen noch in der Familie seid oder nicht. Aber wir wissen ja, wie sie denken jetzt. Wir versuchen es einfach. Wir bleiben diesmal am Ball, Mr. Wittgen. Komm mit, Loco. Du bist ein Believer, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talk ist die Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!